Vitaminreich, lecker, gesund und vor allem frostresistent. Das ist einer der beliebtesten Wintersalate der Region. Der Acker, Rapunzel oder wie wir ihn auch kennen, der Feldsalat. Und um die grüne Vitaminbombe dreht sich heute alles bei uns im Obst- und Gemüsetipp. Ja, knackig frische Wintersalate sind heute das Thema bei uns im Obst- und Gemüsetipp. Und wie immer begrüße ich den Peter Zenz vom Gertrudenhof. Herzlich Hallo. Willkommen. Peter, erzähl uns was über die Salate, die du mitgebracht hast. Es ist ja nicht nur der Feldsalat, aber der soll heute im Vordergrund stehen. Was finden wir hier alles heute? Ja, wir haben also im Winter auch eine Menge an Salate noch zu bieten. Zuerst denkt man ja nur an den Sommer, wenn man Salate hört. Aber auch im Winter bringen die Salate richtig viele Vitamine und Nährstoffe in den Mittagsessensplan oder das Abendessen. Und der Feldsalat ist deshalb besonders interessant, weil er wirklich von den heimischen Feldern kommt. Der wächst auch jetzt draußen noch und kann den ganzen Winter geerntet werden. Die anderen Salate kommen meistens aus Frankreich, weil sie nicht so kälteresistent sind wie der Feldsalat. Dabei habe ich jetzt noch den Frisee-Salat zum Beispiel. Hier. Oder Endiviensalat, auch ein richtiger Klassiker des Winters. Eichblattsalat, wenn man ein bisschen rote Farbe rein haben möchte. Oder so als etwas herberen, kräftigeren Salat, eben den Radicchio. Das sind so die klassischsten, die jetzt im Winter auf dem Speiseplan stehen sollten bei uns. Wenn du einen rauspicken müsstest jetzt als deinen persönlichen Lieblingssalat, ist es dann auch der Feldsalat? Ja, der kann am meisten. Also, ne? Feldsalat ist total lecker und ist auch gerade im Winter der richtige Freilandfeldsalat ist besonders lecker. Es gibt ja mittlerweile das ganze Jahr Feldsalat. Früher sagt man, naja, Feldsalat gibt es so von September bis März, wirklich so als Wintersalat, aber mittlerweile gibt es den das ganze Jahr. Aber dieser Winterfeldsalat ist besonders kräftig, hat so einen nussigen Geschmack, er ist auch so tiefgrün. Man hat es ja auch sonst schon mal im Sommer diesen Treibsalat, der aus den Gewächshäusern kommt, der ist so ganz hell und sehr weich. Der hat gar nicht so diesen intensiven Geschmack wie dieser Winterfeldsalat und deshalb ist es besonders lecker, jetzt im Winter zuzuschlagen. Du hast es eben schon angesprochen, erst seit dem 20. Jahrhundert, glaube ich, wird Feldsalat als Kulturpflanze bei uns herangezogen sozusagen. Aber eigentlich auch erst in Frankreich und gar nicht bei uns, oder? Ja, genau. Der Feldsalat war früher mehr oder weniger so ein Unkraut, was so die Felder eher störte, weil es einfach winterhart durchwächst. Und es wurde auch teilweise auch schon, das ist die andere Seite, schon auch bei den Römern und so weiter schon gesammelt. Also, das ist jetzt nichts, was neu gezüchtet ist, sondern es war so ein Wildkraut, was dann mal gesammelt wurde und mal gegessen wurde. Und wie vieles Leckere kam auch der Feldsalat dann zuerst kultiviert aus Frankreich und hat aber mittlerweile einen richtigen Siegeszug in Europa gestartet und in den benachbarten Ländern hier rundherum. Aber eben auch hier direkt in der Region ist das ein richtiger Bringer dann jetzt im Winter, der also überall frisch geerntet wird. Jeder, der gerne auf seine Figur achtet, der greift natürlich eher zum Salat als zum Schnitzel, ne? Muss man ganz klar sagen. Aber der Feldsalat ist ein richtiger Schlankmacher, oder? Ja, genau. Der Feldsalat hat ganz wenige Kalorien, also 40, 50 Kalorien pro 100 Gramm, wo also wirklich auch kalorienschonend gegessen wird, wenn man so einen leckeren Wintersalat macht. Dazu kommt aber auch, dass er eben auch was kann. Also früher, als es noch so diese Mythen gab, dass es eben so eine Wintergötter gab, die eben böswillig waren, das lag daran, dass man im Winter eben viel zu wenig Vitamin C gegessen hat, als es noch nicht die Orangen und das gab, was man jetzt alles importiert. Und da wurde dann der Feldsalat eben so auch als Heilpflanze gereicht, weil er eben zum Beispiel doppelt so viel Vitamin C hat wie alle anderen Salate, also da sehr, sehr viel kann. Er hat aber auch so ätherische Öle. Man riecht das ja auch beim Feldsalat. Der hat ja so einen kräftigen Geschmack. Ist das auch richtig, dass er eine schlaffördernde Wirkung hat? Das ist ja eher so eine Sache, ne? Ja, so eine beruhigende Wirkung. Ah. Aber es ist jetzt nicht, dass man danach müde wird, aber für den Magen zum Beispiel hat er also eine sehr beruhigende Wirkung. Da sind eben diese ätherischen Öle. Man kann ja auch so ätherische Öle kaufen. Und das ist eben ganz natürlich darin enthalten und hat eben eine bekömmliche Wirkung. Also auch für ältere Menschen, die halt schon mal einen Magen haben, der nicht mehr so intakt ist, kann man das also wirklich sehr empfehlen. Worauf muss ich denn beim Kauf und ja vielleicht auch bei der Lagerung dann achten? Dass er frisch bleibt und dass er vor allen Dingen sehr, sehr schnell gegessen wird. Weil, wie gesagt, er wächst hier direkt vor den Toren. Man kann ihn frisch geerntet kaufen, direkt bei den Kollegen oder bei mir im Gertrudenhof. Und dann sollte man ihn nicht eine Woche lang wie ein Rotkohl oder Weißkohl einfach mal liegen lassen. Das macht dem Winterkohl, der jetzt im Moment auch geerntet wird, macht das wenig. Aber der Feldsalat schmeckt am allerbesten, ist am allervitaminreichsten, wenn er wirklich ganz schnell auf den Teller kommt. Man kann ihn ein, zwei Tage im Gemüsefach lagern. Das
ist kein Problem, aber je frischer, desto besser. Mhm. Und auch wenn man ihn zubereitet, sollte man darauf achten, dass man ihn jetzt nicht unter fließendem Wasser wäscht. Zum einen, der Wintersalat, der direkt von den Feldern kommt, hat ja immer schon mal noch so ein bisschen Sand oder Erde dran. Das geht viel besser, wenn man ihn also vorher das Becken einlaufen lässt mit Wasser und dann wäscht. Zum anderen aber auch ist es so, dass durch dieses Waschen unter fließendem Wasser eher so an Konsistenz verliert und schlapp wird. Das Gegenteil, wenn man ihn besonders prickelnd haben möchte, besonders knackig, kann man auch einfach Eiswasser nehmen und ihn kurz da reintunken. Dann ist er dann besonders fest und besonders knackig auf der Zunge. Also tatsächlich eine Vitaminbombe, damit wir auch durch den Winter kommen, genau. Fit durch den Winter kommen, wollte ich sagen. Wollen wir ein bisschen Feldsalat? Ja, ich habe hier mal was ganz Kleines, Einfaches mitgebracht. Ja, wieder ein tolles Rezept wahrscheinlich. Ja, ist schnell gemacht wirklich. Man hat ja auch jetzt vor Weihnachten nicht so viel Zeit. Ich habe ja einfach den Feldsalat schon mal gewaschen, damit ein bisschen Farbe drauf ist, ein bisschen Radicchio klein geschnitten. Der gibt so ein bisschen kräftiges Aroma. Und dann habe ich noch vorbereitet ein paar Pflaumen, entkernte Pflaumen, so getrocknete Pflaumen, darum ein bisschen Speck gewickelt, das Ganze in der Pfanne angebraten, damit es eben nicht nur Salat ist abends. Hast du an mich gedacht? Habe ich an dich gedacht, genau, aber an mich auch. Und dazu noch ein paar Nüsse. Du kannst ja schon mal die Pflaumen hier auflegen. Ja, sehr gerne. Das sind auch ein Löffelchen, genau. Und dann so ein paar Nüsse darüber. Den Speck haben wir erst mit den Pflaumen zusammen in der Pfanne angebraten. Und dann so die Walnüsse, die haben wir klein gehackt. Und dann in diesem angebratenen, was in der Pfanne dann ist, von Speck und Pflaume, einmal geschwenkt. Dadurch sind die auch so ein bisschen, man sieht so ein bisschen, sie glitzern so ein bisschen, haben so ein bisschen mehr knuspriges Aroma. Und dazu kommt dann Dressing nach Wahl. Was hast du jetzt mit? Wir haben jetzt mit Orange was gemacht, das finde ich immer sehr frisch. Dazu ist ein bisschen Weißweinessig und Öl natürlich. Und finde ich, durch die Orange hat das Ganze noch mal, neben der süßen Note von der Pflaume, bekommst noch so was Fruchtiges. Und wenn man möchte, kann man dann eben noch kräftig Salz, Pfeffer, Zucker drauf machen. Je nachdem, wie der Geschmack, wie der jeder es mag. Und da hat man ganz viele Aromen. Man hat eben das Süße von der Pflaume, das Herzhafte vom Speck und das Nussige und hat also auch sehr viel Vitamine drauf. Die Nüsse, da kommen wir beim nächsten Tipp auch drauf, sind ja auch sehr gesund, bringen Gelassenheit und Ruhe. Dazu das Gesunde des Feldsalates und dann noch, wie gesagt, so ein bisschen was zum Naschen dazu zwischen all dem Gesunden, die Pflaumen mit dem Speckmantel. Ist, denke ich, ein schönes, schnell gemachtes Gericht jetzt für einen Dezemberabend. Du müsstest jetzt noch weiterreden. Ich hab den Mund, weil es schmeckt hervorragend. Hm? Lieber Peter, die Rezepte findet man natürlich wie immer auf eurer Homepage. Hm? Ne? Die haben wir auch nochmal eingeblendet. Ich danke dir für diese Woche und den Zuschauern, die ganz herzlich, das auf jeden Fall mal nachzukochen, kann man nicht sagen. Ne? Aber auf der Homepage schnell mal vorbeizuschauen. Auf der Homepage sind noch andere Rezepte, auch mit Ziegenkäse, gratinierter Ziegenkäse, genau. Mit Feldsalat, auch sehr, sehr lecker. Gibt's und dich sehen wir dann schon bald wieder bei uns im Studio mit weiteren leckeren Sachen. Genau. So.